Der Trubel um Trippelgewinner Bayern München geht weiter. Das erste Testspiel der Saison unter dem neuen Trainer Pep Guardiola wurde zum leichten Aufgalopp. Gegen die Fanauswahl Wildenau-Weiden kam der Rekordmeister mit einer verstärkten B11 zu einem 15:1 Erfolg. Ja, war schön. Ich denke, es war fürs Publikum auch schön. Leider hat das Wetter nicht unbedingt mitgespielt, aber das Stadion war ausverkauft und ich glaube auch, dass sie zufrieden nach Hause gehen. Vor 11.000 Zuschauern standen zunächst nur Nationaltorhüter Manuel Neuer, Philipp Lahm und Thomas Müller in der Startelf. Franck Ribéry, der am Freitag seinen Vertrag bis 2017 verlängert hatte, kam erst zur zweiten Halbzeit aufs Feld. Ein Fazit kann man da noch nicht ziehen. Ich glaube, es macht Spaß. Wir arbeiten gut, arbeiten viel, viel im taktischen Bereich und ich denke, dass uns das noch mal ein Stück weiterbringen wird. Die Treffer für die Bayern erzielten Oliver Marcuz aus dem U19-Team, Müller sowie Wladimir Rankovic aus der zweiten Mannschaft. In der zweiten Halbzeit setzten Toni Kroos, Julian Green, Patrick Weihrauch und Mitchell Weiser sowie Ribéry den Torreigen fort.